Recht herzlich willkommen zur 193. Folge vom Körbel Space Programm. Ja, jetzt müssen wir weiter vorankommen. Duna oder Wiederkehr haben wir und die drei, die da landen müssen von Minmus V6 Mission. Ja, jetzt müssen wir gucken. Zeit mal 5, mal 10, mal 100, mal 1000. Okay, das weiß ich jetzt nicht, wie schnell das dann ist. Wo haben wir es? Da oben haben wir Duna. 4 Tage. Ja, dann ist das hier die gleiche Zeit. Wie? Ja. Vorspulen. Obwohl, wir können natürlich die Zeit auch mal nutzen, was anderes zu machen, fällt mir gerade so ein. Sinnigerweise. Was ist denn das hier für ein Symbol? Das habe ich noch gar nicht gesehen. Standort. Socenas Barriere, Agentur, Rokoman, Konzern. Aha, wir können ja, das ist immer eine gute Idee, die wir da gerade haben. Wir gehen mal gerade ins Dingenzentrum und gucken uns noch ein paar Sachen an, ne? Ins Auftragszentrum. Erkunde Duna. Verfügbar, ne? Wir wissen insgesamt nur sehr wenig über Duna. Heute ist der Glückstag. Begib dich einfach zum Duna und flieg an ihm vorbei. Ein echtes Kinderspiel, völlig risikolos. Und jetzt unterschreib bitte diese Verzichtserklärung. Ja. Ist vorbeifliegen, auch gleichzeitig einen Kreis machen und wiederkommen, aber wir machen Satelliten ja dahin, ne? Jetzt ist die Frage, ob das Vorbeifliegen damit auch erledigt wäre. Belohnung, Vorschuss, Abschluss. Ich nehme das mal einfach an, einfach aus dem Grunde, weil ich glaube, Ablaufdatum des Angebots ist da. Es gibt keine Zeit, wo das jetzt zu Ende ist, ne? Weil, zack, wir fliegen nach Duna, nehmen wir mit. Minmus, rette Anschart an der Umlaufbahn von Kerbin. Das wäre jetzt so ein Ding, was man zwischendurch noch machen könnte, oder? Stell eine Flagge auf Minmus auf. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Minmus. Führe Temp. Ja, da sind wir schon raus, leider. Hätten wir vielleicht eher gucken müssen. Rettet Tenere aus der Umlaufbahn von Mun. Kois stationäre Umlaufbahn um Kerbin. Rette Fiaviso aus der Umlaufbahn von Minmus. Wow. Da kann man zwei. Ne, einer ist Mun. Das ist Minmus. So Leute retten kann man gerade ohne Ende, ne? Die Kerbin-Geschichte, die sollten wir aber rette Anschart aus dem Umlaufbahn von Kerbin. Das wäre jetzt so ein Ding, was ich sagen würde, kann man noch machen, ne? Da ist ja keine Zeitbegrenzung drin. Brauchen nur eine kleine Rakete bauen, beziehungsweise haben wir wahrscheinlich. Und die Mission können wir in der Zeit dann noch machen, denke ich mal, oder? Ja, zack, haben wir sie. So, dann müssen wir hier hin. Und suchen wir hier irgendwie eine schicke Rakete aus, die das kann, ne? Hoffentlich haben wir die auch alle benannt. Das war Rescue Kerbin Orbit. Autosave Chip, ne, das wollen wir, wenn, dann wollen wir das normal haben. Rescue. Rescue Kerbin Orbit. Da. Laden wir das mal. Aber das muss ja so ein Ding sein, was geht dann, ne, oder? Also da können wir gleich drei mit retten, oder wie? Ja, ist aber auch egal, jetzt das Ding ist fertig, das können wir nehmen, oder? Ist vielleicht ein bisschen überproportioniert, oder? Nee. Ich weiß gar nicht, was die Kiste kostet, steht das hier irgendwo? Bestimmt steht das hier irgendwo. Weiß ich jetzt auch nicht, aber wo, ne? Masse, Terne, Größe, Schwergewicht, ne. Jetzt lass uns da mal gucken. Ach, hier unten ist es wahrscheinlich, ne, oder?
Das ist schon mal alles soweit gut. Wir haben wahrscheinlich auch Messinstrumente da dran oder sowas, ne? Da, ja. Lass die alle mitnehmen, ist egal. Und wir müssen aber auf jeden Fall einen Platz frei machen. Da hauen wir erstmal einen Piloten raus. Ist auch egal welcher. Fährzeuger. Hauen wir den mal raus, damit wir einen leeren Platz haben. Und verfügbar, wo war das? Wissenschaftler haben wir mit dem Piloten, haben wir mit der Wissenschaftler, kann dann noch ein bisschen da oben mit dem Lingen machen. Würde sagen, ja, das ist es jetzt, oder? Irgendwas falsch noch? Ich glaube nicht, ne? TWR ist 1,64. Könnten wir noch ein bisschen verändern. So. Passt, ne? Speichern wir die Kiste nochmal ab. Nochmal schnell gucken, ob der Platz frei ist da. Und dann können wir die schon starten, ne? Und dann können wir die Mission gerade noch machen in den 5 Tagen. Müsste ja eigentlich machbar sein. So lange kann es ja nicht dauern. Wir dürfen nur den Blick zu dem entscheidenden Ding nicht verpassen. So, SAS ist an. Schub gehen wir voller Kraft voraus. Und dann können wir eigentlich schon loslegen, oder? Staging, ist das alles so richtig? Triebwerk geht an, das geht an. Ja, das passt. Das passt. Ja, das passt alles auch. Gut. Dann würde ich sagen, legen wir los. 3, 2, 1, go. So. Schöner Hintergrund hier mit dem Sonnenauf- oder Untergang. Keine Ahnung, wo da der Weg hinführt. Das müsste man natürlich noch vorher geguckt haben, wie man wen hier retten muss. Ich hoffe, das ist richtig, was wir da gerade haben. Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig. Ich weiß zwar nicht, wo er jetzt gerade ist, aber egal. Ein bisschen mehr hier rum. Luftdruck haben wir schon. Kurz nochmal geschaut. Das sieht doch ganz gut aus, oder? Sechzehntausend. Okay. Und wir fliegen mal einfach so ein bisschen so weiter, ne? Obwohl die Lage gerade nicht so tolle ist. Da geht es ein bisschen heiß her. Das müssen wir nachher korrigieren. Siebenundsechzig, jetzt mal ganz schnell hier. Das weg. Müssen wir hier den brennen. Das passt schon. Können wir hier Manöver hinzufügen? Ah, das hat ja schon wieder gut geklappt, ne? Das wäre so. Das bringt jetzt auch nichts. Das können wir schon wieder knicken hier. Zack, weg. Wir müssen gucken, nur dass wir gerade ein Dingens schaffen. Ein Orbit schaffen. Und den Rest müssen wir nachher hier machen. Keine Ahnung, wo wir da hin müssen. Passt schon. Ist ein bisschen abgedriftet. Weiß nicht, wo hier
der richtige ist. Ich glaube, der ist es. Setzen wir da mal das Ziel zu. Okay, da sind wir ein bisschen raus, aber sonst läuft es erstmal. Uns driftet hier gerade ein bisschen das weg. Ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal ein bisschen warten hier. Das hat so keinen Sinn, weil wir doch zu weit rauskommen. Sonst hier, das müssen wir nachher alles wieder reinholen, ne? Kurz vorspulen. Wie sieht denn das aus überhaupt? Okay, Treibstoff haben wir wahrscheinlich genug. Aber wie wir weltmeistermäßig ja alles korrigieren müssen, ne? So. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir da halt den Dingens hinkriegen. Die Apoapsis. Da ist er. Und wenn wir hier bei 70 sind, dann ist erstmal gut. Wir müssen wieder ein bisschen vor, das hat anders keinen Sinn. Weil wir treiben das wieder raus, ne? So. Und jetzt geben wir noch ein bisschen Gas. Upp. Wieso das? Was ist da falsch gelaufen? Einmal in Fahrtrichtung bitte. Ah, das ist die. Nö. Ja, jetzt passt's. So, jetzt sind wir auf jeden Fall im Orbit. So, jetzt müssen wir gucken, dass wir das dann angleichen. Wo wir das Manöver machen, dass wir hier. Ne? Wäre dann wahrscheinlich hier. Manöver hinzufügen. Ist ein bisschen schwer zu sehen jetzt hier, aber das muss diese Linie da sein. Und da müssen wir erstmal dann hin. Ich gehe mal fast davon aus, dass es einigermaßen passend ist. So, wenn wir hier gucken, dann wissen wir das auch, ne? Okay. Komma 0 gibt's nicht gerade. Aber gleich kommt hier die 2. Da ist die 2, das heißt. Da hinten war sie auch, das heißt, da ist es irgendwo. Jetzt müssen wir den noch ein bisschen verschieben. Dann hat er auch eine 0. Sehe ich den da hinten gerade so schlecht, aber dann nehmen wir den da. So passt's, ne? Okay, das heißt, wir müssen bis hierhin vorspulen. Bis zum nächsten Manöver vorspulen. Macht er das oder nicht? Ach, wir sind schon da. Okay, dann müssen wir mal schnell ausrichten. Und gleich ein bisschen brennen und dann ist alles gut, ne? Andersrum. Ah, stopp, hier ist das Problem.
Da war das Problem. So. Zack. Bisschen runter. Läuft. Und Vollgas. Wir sind nämlich schon am Punkt, sehe ich gerade. Aber alles gut, läuft noch. Kriegen wir schon noch hin. Und stopp. Manöver kann weg. Oh, 0,4 haben wir jetzt, naja. Dann passt das nicht ganz zu dem. Wo ist denn das Ziel überhaupt? Ist er das hier? Windfritz-Kapsel, Martas-Kapsel? Nö, dann ist er das hier. Okay. Machen wir hier so eine Marke dran, dann sehen wir das auch. Ja. Das ist die Frage. Irgendwo müssen wir das dann gleich nochmal machen. Am besten hier, oder? Manöver hinzufügen. Wir korrigieren noch ein bisschen. So. Genau, aber dann ziehen wir auch gleich schon irgendwo ein bisschen rein. Weil irgendwie müssen wir ja mal da in die Nähe kommen, ne? Machen wir erstmal so. Obwohl das besser nicht da ist, vergesst das. Nochmal schließen. Neues Manöver hinzufügen. So, und das machen wir dann da. Das ist Manöver hinzufügen. Nein, war hier vorspulen. Kann man das auch irgendwie... Da muss ich glaube näher ran, damit ich diesen Orangenball kriege. Und wenn ich den habe, dann kann ich den mir zum nächsten Manöver vorspulen. Das haben wir dann gleich. So, dann schnell ausrichten. So, passt es. Und dann müssen wir gleich noch ein bisschen... brennen nochmal. 14 ist nicht viel. 35 Sekunden können wir auch gerade so lassen, die Zeit. Und drücken jetzt mal aufs Gas. Und stopp. So, der kann weg und wir sind bei 0,0. Das heißt, wir sind jetzt definitiv auf der gleichen Ebene. Jetzt brauchen wir nur noch halt da irgendwo uns annähern, dass wir ihn mal irgendwo in der Nähe haben. Aber das, denke ich mal, machen wir in der nächsten Folge. Ich gucke mal gerade noch in das Weltraumzentrum, gucken uns nochmal die Zeiten hier schön an. Nicht, dass wir da was verpassen, aber das dürfte jetzt nicht viel weiter sein hier mit dem Donau ohne Wiederkehr, hat immer noch 4 Tage. Alles gut. Okay, gut. Dann würde ich sagen, soll es für die Runde erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.